Ja, hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal Smart Home Life. Mit diesem Video starte ich eine neue Videoreihe und zwar KNX für Anfänger. Ich habe festgestellt, dass sehr viele Leute sich dafür interessieren und zwar auch Leute, die jetzt nicht vom Fach sind, also keine Elektriker, sondern ganz normale Bauherren, die dann ein Haus umbauen oder ein Haus neu bauen und sich für ein Smart Home System interessieren und dann im Endeffekt auch für ein KNX System. Das freut mich natürlich und ich würde euch gerne das ganze System erklären wollen, weil es halt viele Fragen gibt, wie das Ganze funktioniert, wie es verkabelt werden muss und und. Dazu starten wir, wie gesagt, diese Videoreihe und gehen Schritt für Schritt durch. In diesem Video geht es darum, was gibt es für Komponenten, wie funktioniert das ganze KNX-System. Ja, dann legen wir auch direkt los. Da diese Videoreihe KNX für Anfänger heißt, werde ich versuchen, so einfach wie möglich das Ganze zu erklären. Nicht viel mit Fachbegriffen, sondern wirklich so einfach wie möglich. Ja Leute, und dann kommen wir dazu, was ist ein KNX-System? Und zwar ist das ein Standard. Es ist kein Hersteller, der das Ganze herstellt oder der da herstellerabhängig ist, sondern es ist wirklich ein weltweiter Standard, wo die Hersteller sich darauf bewerben können oder beziehungsweise wenn die nach diesen Normen ein KNX-Bauteil bauen, dürfen wir das verkaufen und auch im KNX-Bereich zulassen. Deswegen gibt es auch so viele Hersteller, die daran arbeiten. Also es gibt weit über 400 Hersteller, die das System betreuen. Manche stellen vielleicht nur eine Kleinigkeit her, also manche stellen nur Taster her, manche stellen nur Aktoren her. Deswegen kann man das Ganze auch mischen. Also wenn ich jetzt mir ein Taster von Hersteller A gefällt und ein Aktor von einem anderen Hersteller oder auch ich will im Erdgeschoss jetzt teure Taster jetzt hinmachen, Obergeschoss etwas günstigere, was üblicherweise auch immer gemacht wird. Deswegen kann man da schön mischen. Also man kann wirklich von jedem, also wenn man jetzt ein Haus baut und hat man 25 Stellen, dann kann man 25 Stellen verschiedene Taster hinmachen und die werden miteinander funktionieren. Das Ganze ist als Bussystem aufgebaut. Ja, und die ganzen Komponenten werden dann mit so einer Twisted-Pair-Leitung verbunden. Eine 2x2x08 Leitung, das heißt, zwei Pärchen, je zwei Adern. Diese Ader haben einen Durchmesser von 0,8 mm und in der Regel werden nur die zwei gebraucht, also ein roter und ein schwarzer für Plus und Minus, für die Spannungsversorgung von den Geräten und für die Übertragung von KNX-Protokollen. Ja, diese zwei Drähte, die werden in der Regel nicht gebraucht, die werden nur dafür gebraucht, um eine zusätzliche Spannungsversorgung herzustellen, wenn ein Gerät mehr Strom benötigen würde, also wie so ein Regensensor zum Beispiel, der eine Heizung hat. Diese Heizung schaltet sich ein, sobald es regnet, damit es halt nicht zu lange der Regen drauf bleibt und man denkt, oder der Regensensor denkt die ganze Zeit, es regnet ja immer noch, obwohl der nur ein bisschen feucht ist. Deswegen braucht er eine Heizung. Genau, und dafür werden diese Drähte dann perfekt genutzt. Auch Taster, die jetzt eine zusätzliche Spannungsversorgung bräuchten, könnten dadurch versorgt werden. Aber auch wenn man jetzt eine neue Linie oder eine zweite Linie, wenn man mit den Geräten nicht auskommt, dazu kommen wir aber gleich, kann man dann diese zwei Drähte auch mit benutzen. Aber wie gesagt, in der Regel werden die nicht benutzt. Natürlich gibt es noch andere Übertragungsmöglichkeiten beim KNX, also IP-Technik, Netzwerktechnik, Funk und Powerline. Aber in der Regel im Einfamilienhausbereich wird das Ganze hier drüber gemacht, also zu 90% oder zu 99% wird diese Leitung benutzt. Diese Leitung ist extra dafür entwickelt worden, für den KNX-Bus und man hat den größten Vorteil, dass man diese Leitung in einen Schlitz legen kann. Und zwar hat diese Leitung einen dickeren Außenmantel, somit ist es zugelassen, die miteinander zu verlegen. Es gibt eine Zwillingsleitung, sage ich jetzt mal, so eine ist die Leitung, die ist vom Aufbau her im Prinzip identisch wie hier, nur die hat einen Außendurchmesser oder beziehungsweise den Außenmantel viel dünner, deswegen ist das nicht erlaubt, die damit zu verlegen. Im Prinzip könnte man die auch benutzen, aber man dürfte die nicht, ja, wie gesagt, hier mit normalen Leitungen zusammenlegen. Das ist nämlich eine sehr häufige Frage, wie die Leute fragen, darf ich das jetzt oder darf ich das nicht? Was man natürlich nicht dürfte jetzt, dass man das Ganze so verlegt, ne? Also in einer Schalterdose dann das Ganze ja, vertüdelt, ich jetzt mal, genau, also so erlaubt, so nicht so. Ja Leute, wie wird das Ganze programmiert? Und zwar gibt es eine einzige kostenpflichtige Software, die nennt sich ETS,
Für einen Rechner ist dann ETS 5 und für einen Tablet wäre dann ETS Insight. Damit wird das Ganze parametriert, programmiert und in Funktion gebracht. Ja, und dann kommen wir schon zu meinem schönen Demo-Board, den ich aufgebaut habe. Und zwar teilt sich das System in verschiedenen Gruppen auf. In einmal in Systemgeräte, das ist eine Spannungsversorgung. Einmal in Sensoren, das sind zum Beispiel Taster, Präsenzmelder und sonstiges. Und dann das dritte, dann die Aktoren, also die das Ganze ausführen. Jeder Sensor und jeder Aktor besitzt eine eigene Logik. Somit arbeitet das System dezentral. Das heißt, wir bräuchten nur eine Spannungsversorgung, einen Aktor und einen Sensor, um ein System zum Funktionieren zu bringen. Ja, diese Logiken, die dann in die Aktoren und in die Sensoren programmiert werden, können in die ETS ausgewählt werden. Also es gibt eine Art Online-Katalog, wo man in die ETS reingeht, lädt man sich dieses Mini-Programm runter, man parametriert und programmiert das Ganze, wie das zu funktionieren hat und überträgt dann in die jeweiligen Komponenten, also entweder Aktor oder halt ein Taster, und das Ganze bleibt dann da drin gespeichert und funktioniert dann über sogenannten Gruppenadressen. Dazu kommen wir aber im nächsten Video. Ja Leute, wie funktioniert das Ganze? Es gibt eine Spannungsversorgung, die stellt uns 30 Volt zur Verfügung. Diese 30 Volt dienen dann als Spannungsversorgung und Protokollübertragung für die einzelnen Geräte. Dann gehen wir ganz kurz auf die Spannungsversorgung ein. Es gibt verschiedenste Spannungsversorgungen von kleineren, jetzt 160 mA, 320, 640 mA und dann noch größeren 160 und 1280. So, in der Regel wird eine 640 mA Spannungsversorgung genommen. Ja, es wurde nämlich irgendwann mal festgelegt, wo der KNX entwickelt wurde, dass eine Linie aus 64 Geräten bestehen soll. Und daher auch die 640 mA, weil das wurde gesagt, dass ein Gerät 10 mA ungefähr verbrauchen soll. Warum gibt es jetzt verschiedene Varianten? Also zum Beispiel für eine Hauptlinie, was jetzt nicht Bestandteil unseres Videos ist, aber trotzdem müssen wir das ja kurz anschneiden, gibt es nicht viele Geräte, deswegen nutzt man so eine kleine Spannungsversorgung. Oder man hat wirklich eine Garage mit drei Tastern und, dann nimmt man halt eine kleinere. Warum gibt es eine größere Spannungsversorgung? Weil es heutzutage Geräte gibt, die deutlich mehr verbrauchen. Wie so ein Präsenzmelder von Steiner, was ich letztes Mal gezeigt habe, der verbraucht 40 mA. Oder hier so ein Glastaster, der hat ein Display, der muss natürlich viel mehr Strom haben, um das Ganze zum Leuchten bekommen. Der verbraucht jetzt 20 mA. Somit ist es so, wenn man eine 640 mA Spannungsversorgung hätte und 20 mA verbraucht wären, also könnte ich gar nicht diese 64 Geräte aufbauen in einer Linie. Somit kann man eine Spannungsversorgung nehmen, die 1280 mA zur Verfügung stellt. Genau, deswegen gibt es da Unterschiede. Ja, dann gibt es noch diese Spannungsversorgungen, die dann mit einer Diagnosefunktion sind, dass die eine Überlast zum Beispiel melden können, dass die eine Überhitzung melden können. Das ist natürlich ein Wartungsvorteil, dass man vorher feststellen kann, was ist da los oder beziehungsweise, dass eine kaputt geht. Es ist nämlich so, wenn eine Spannungsversorgung kaputt geht, dann geht im System erstmal nichts. Ja, wie eben erwähnt, startet das Ganze hier mit der Spannungsversorgung und von da aus werden alle Teilnehmer miteinander verbunden. Es ist egal, wie man das Ganze aufbaut, ob man jetzt die alle miteinander schleift. Man kann auch da einmal weggehen und wieder zurück und. Das Ganze wird nur begrenzt durch diese Klemme, dass man da nur 4 Drähte einstecken kann und somit kann man auch nur 4-mal weggehen. Aber im Prinzip kann man das aufbauen, wie man möchte. Was nicht gut wäre, ist, wenn ich jetzt hier einmal rund gehe, also hier und dann einmal zurück und Ring. Man bildet einen Ring und somit verlieren sich die Telegramme beim Drücken vom Taster und das ganze System funktioniert nicht zuverlässig oder funktioniert es gar nicht. So, dann kommt das Ganze hier beim Taster an und wird alles angeschlossen von hier aus. So, und sobald ich hier auf den Taster drücke, geht ein Telegramm los über diese zwei Drähte, wird zur Verfügung gestellt auf den ganzen Bus und welcher Aktor oder beziehungsweise welcher auch einzelner Kanal auf diese Taste programmiert ist, der holt sich die Information ab und schaltet jetzt hier zum Beispiel eine Leuchte ein. Ja, genauso funktioniert das Ganze auch mit einem Bewegungsmelder oder einem Präsenzmelder. Sobald ich in den Erfassungsbereich komme, wird ein programmiertes Signal gesendet, zur Verfügung gestellt auf dem Bus und auf dem Bus wird dann von dem jeweiligen Aktor das Ganze abgeholt. Ja, und dann kommen wir dazu, was gibt es für Sensoren und Aktoren? Ich habe hier eine ganz, ganz kleine Auswahl, weil es gibt weit über 25.000 Komponenten, die zu kaufen im KNX-Bereich sind. Deswegen begrenzen wir uns hier auf die wichtigsten Komponenten. Also es gibt hier einen Außenbewegungsmelder, Präsenzmelder für den Innenbereich,
Wetterstation in diesem Fall besteht hier aus zwei Komponenten, also einmal den Regensensor und einmal den Windsensor. Dieser gibt es auch in einer Kombi-Variante, wo der Regensensor hier oben drüber sitzt und hier der Wind gemessen wird, Temperatur ebenfalls. Und hier gibt es jetzt keinen mechanischen Rad, sondern Wind wird so gemessen. Was in dieser Wetterstation noch ganz wichtig ist, dass die Helligkeit von jeder Seite gemessen wird. Und diese Helligkeit kann man dann dazu nutzen, um eine Beschattungsfunktion zu machen. Ja, dann gibt es bei Bediengeräten hier so ein Taster zum Beispiel, wo man als Glastaster ist. Hier ist ein Display, um das ganze System zu steuern. Es gibt auch hier ganz normale die Schalter, die man von zu Hause kennt, für ein normales Haus, kann man dafür auch benutzen. Und hier drunter befindet sich dann so eine Schnittstelle, die das Ganze ins KNX-System bringt. Also man muss nicht unbedingt solche KNX-Taster nehmen. Wenn einer sagt, mir gefällt das Ganze nicht, ich will ganz normale Schalter haben. Ja, man kann das machen. Man kann hier solche ganz normalen Schalter nehmen, die man ins KNX-System bringt und trotzdem die Komfortfunktionen von Zentralfunktionen nimmt. Dann gibt es hier solche Bediengeräte oder Visualisierungsgeräte wie der Gira G1 als Beispiel, die das Ganze dann zentral steuern. Man kann hier dann das ganze Haus steuern, und zwar Beschattung, Licht, Rollläden und, kann darüber dann zentral gesteuert werden. Auch eine Sprechanlage kann hier drüber gehen. Was gibt es sonst noch an Aktoren? Hier gibt es einen Jalousieaktor, wo man Rollläden, Markisen, Fenster oder halt Jalousien ansteuert. Dann gibt es hier einen Dimmaktor, wo man eine dimmbare Lampe mit dimmen könnte. Das Ganze funktioniert über eine Phasenabschnittsdimmung. Das heißt, ganz grob gesagt, die Spannung wird hochgeregelt, geht die Lampe heller, die Spannung wird runtergeregelt, die Lampe wird dunkler. Ja, dann gibt es noch Schaltaktoren, die ganz normale Lampen schalten, auch Steckdosen, Pumpen und sonstige Verbraucher im 230 Volt Bereich. Dann gibt es hier ein DALI Gateway, was DALI-dimmbare Lampen ansteuert. Und zwar gibt es so einen DALI-Bus, wo alle Lampen miteinander verbunden werden, die werden programmiert und das Ganze gedimmt. Genau. Die ganze Übertragung, die ganze Programmierung funktioniert über so eine USB-Schnittstelle oder über eine Netzwerkschnittstelle. Die haben wir hier. Dann gibt es hier so einen LED-Controller, der als Beispiel einen RGB-Stripe ansteuern könnte. Der kann auch natürlich auch normale weiße Stripes ansteuern oder 24 Volt LED-Lampen an sich. Das Ganze funktioniert so, dass hier 24 Volt von so einem Trafo zur Verfügung gestellt werden für so einen LED-Controller, und der regelt dann die Stripes. Ja, dann kommen wir auch zu einer der wichtigsten Sachen, und zwar Heizungsaktor. Dieser Heizungsaktor steuert oder regelt diese Stellantriebe, solche Stellantriebe. Diese Stellantriebe sitzen üblicherweise in den Heizkreisverteilern. Dieser Heizkreisverteiler bildet dann auch die Schnittstelle zwischen KNX und der Heizung an sich, und zwar über so einen Stellantrieb. Ja, dann kommen wir zu den Fensterkontakten. Die Fensterkontakte werden so abgefragt, dass ein Magnetkontakt in den Fenstern verbaut ist, und dieser schließt oder öffnet und wird hier dann aufgelegt auf Kanal A, B, C zum Beispiel, und so weiß man, wenn Kanal A offen ist, ist das Fenster zum Beispiel in der Küche offen. Ja, jetzt gibt es noch verschiedene andere Ausbaustufen, wie so ein Visualisierungsserver von BLB als Beispiel. Dieser steuert diese ganzen Logiken und Funktionen, wenn man jetzt so haben möchte, dass die Rollläden zum Beispiel zu einer gewissen Zeit auffahren und runterfahren, wenn von der Wetterstation jetzt irgendwelche Abhängigkeit gemacht werden sollen mit der Uhrzeit, dass Außenbeleuchtung zu einer gewissen Uhrzeit angeht oder auch die Beschattung aufgeht, wenn morgens ist, aber wenn es hell genug ist, und solche Sachen werden dann in so einem Server gemacht. Dieser Server wird dann netzwerktechnisch angeschlossen, also der muss dann ins Netzwerk, um das Ganze mit so einem Visualisierungstablet mit Handy gesteuert werden. Also diese Server sind nicht nur dafür da, um eine Spielerei zu machen, sage ich jetzt mal, mit einem Handy oder mit einem Tablet, sondern ist wirklich dafür da, um irgendwelche Abläufe, auch im Endeffekt Szenen, die selbst angelegt werden können, zu machen. Ja, und als letztes gibt es Schnittstellen zu anderen Systemen, wie hier beispielsweise aufgebaut ein ESE-Gateway für Sonos-Anlagen. Diese Schnittstellen gibt es in verschiedenen Ausbaustufen, also ob das jetzt zu einem Fernseher-Schnittstelle ist oder ob das jetzt eine Schnittstelle ist zu der Heizungsanlage und. Das ist halt der größte Vorteil von KNX, dass diese Schnittstellen es gibt. Viele Hersteller arbeiten daran.
um verschiedene Systeme miteinander zu verbinden. Ja, das Ganze wird dann auch über Netzwerk angeschlossen und dann über einen Browser konfiguriert. So, wo sitzt das Ganze? Also, ich habe hier auch eine klare Trennung gemacht. Hier das Ganze befindet sich in einem Schaltschrank, zentral irgendwo an einer Stelle. Und hier das Ganze ist dann im Haus verteilt. Im Schaltschrank wird das Ganze hier dann über flexible Drähte hier an solche Klemmen verdrahtet und es geht dann von diesen Klemmen dann mit festen Leitungen ins Haus. So, eine Sache würde ich noch gerne ansprechen wollen, und zwar gibt es ja Geräte, die eine zusätzliche Spannungsversorgung brauchen, wie hier dieser Regensensor, diese Schnittstellen, der Server. Ja, es gibt nämlich hier bei der Spannungsversorgung einen Ausgang, der auch 30 Volt bieten würde. Nur diese 30 Volt oder diese Milliampere, die man da ziehen würde, würden das von diesen 640 Milliampere abgezogen werden. Und somit stimmt meine Rechnung vielleicht nicht, wie ich mein Kinect-System ausgelegt habe. Ja, weil es ja nicht bekannt ist, wie viel verbraucht genau die Heizung vom Regensensor oder wie viel verbraucht der ISE. Deswegen empfiehlt sich immer, eine 24 Volt Spannungsversorgung extra für solche Geräte zu setzen. Ja Leute, das war schon mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe mindestens 45 Mal angefangen, das Video zu drehen, und weil ich es so einfach wie möglich erklären wollte und immer wieder festgestellt habe, das passt vielleicht so nicht und so nicht. Ja, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, schreibt mir in die Kommentare, und was ihr sonst noch für Fragen habt. Ja, und mit dieser Reihe werden wir immer weiter voranschreiten. Wir gehen auf Produkte ein, wir gehen wieder in die Programmierung ein bisschen rein. Ja, seid gespannt und ciao, ciao.